Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grey Matter, wo ich in der letzten Folge unsicher war, was wir als nächstes noch machen müssen. Aber einen Anhaltspunkt, den wir haben, ist, dass David sich nicht sicher ist, welcher Teil von Angelas Gehirn da leuchtet. Und ich habe inzwischen den Tipp gekriegt, dass wir auf dem Computer nochmal nachgucken sollen. Das heißt, ich würde sagen, das machen wir direkt einmal, ab ins Privatlabor. Und vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Vielleicht gibt es da irgendwas über Gehirne oder was komplett Neues, was wir noch machen müssen. Das könnte natürlich auch sein. Mal schauen. Also, hier in den Dateien haben wir ja nichts weiter, ne? Wir haben den Experimentbericht, Experimentplan können wir uns nochmal angucken. Aber das ist alles wie gehabt. Ach, guck mal. Freiübungen, Horsepath-Laufbahn. Das ist, glaube ich... Nee, wobei, Kraftsport hatten wir und Gehen im Timmis Park war eigentlich dran, ne? Und das haben wir dann nicht gemacht. Stattdessen haben wir dann Diskuswerfen gemacht. Heute wäre also Hürdenlauf dran. Ich bin gespannt, ob das noch kommt. So, das ist jetzt aber nicht weiter interessant. Kraft des Gehirns. Stand hier vielleicht noch was drin? Ich will dieses Diagramm mit dem Gehirnscan aus dem Experiment vergleichen. Dazu muss ich es mit rübernehmen. Ah, welches Diagramm? Ah! Ja, wenn man sich daran mal erinnert hätte, ne? Okay, na dann drucken wir das doch mal aus. Und dann gucken wir mal nach, was das ist. So, dann nichts wie raus hier. Haben wir das jetzt hier im Drucker oder haben wir das schon in der Hand? Ah ja, wir haben das schon, das Gehirndiagramm. Na dann nichts wie rüber und wir vergleichen das mal. Und dann gucken wir mal, was das für ein Teil ist und was der macht vor allem. Ist das vielleicht der... kinetisch irgendwie in der Ferne Unsinn anstellen Teil? Kann ja sein. Achso, Moment. Wir wollen ja das Gehirndiagramm. Moment. Hier, jetzt? Jetzt mit dem Computer? Ah, er hat es immer noch in der Hand. Bei Sitzung 3 war das, ne? Ui, jetzt müsste ich mich aber an die Zeit erinnern. 45 eventuell? Nee. Boah, wir haben das doch schon gefunden, David. Warum kannst du das nicht merken? Oder 30. Es war irgendwas Rundes, bin ich mir relativ sicher. Da. Ah, da. Okay, perfekt. Dankeschön. Na, dann gucken wir doch mal, was für ein Teil das ist. Ich bin mir nicht sicher, welcher Teil des Gehirns das ist. Zu niedrig für die Sehrinde und zu weit rechts für den Hypothalamus. Naja, hier, also laut dem Blatt ist es... Ja, das Zentrum ist so... zwischen Finelbody, weiß ich jetzt nicht, was das auf Deutsch ist, ne, diese Fachbegriffe, Massa Latermidea, Thalamus, ah stimmt, es ist nah am Thalamus, mal gucken. Angela hatte direkt vor der Störung eine Aktivität in ihrer Massa Intermedia. Das ist merkwürdig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch weiß, welche Funktion dieser Bereich hat oder ob er überhaupt irgendeine Funktion hat. Hm, na toll. Das hilft uns ja irgendwie nicht viel weiter. Können wir vielleicht irgendwen anrufen und fragen? Ich geh mal zum Telefon. Vielleicht haben wir ja irgendwelche Kollegen, die uns da weiterhelfen könnten. Es könnte aber natürlich auch sein, dass das ein Bereich ist, der quasi noch unerforscht ist, wo man noch nichts drüber weiß. Das Gehirn ist ja, also soweit ich weiß, ist das Gehirn sowas, worüber wir... selbst heutzutage, trotz der ganzen Medizin und der ganzen Wissenschaft, nicht viel wissen. Also irgendwie haben wir das, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden. So, ich versuche mal, hier am Telefon einmal anzurufen irgendwen. Mal gucken. Kann aber natürlich sein, dass er wieder nur Sam anruft. Verdammt, Samantha geht nicht ran. Hm, okay. Schade. Tja, dann weiß ich auch nicht. Ich gucke nochmal auf die Map. Ah, okay. Wir können jetzt in den Daedalus Club. Oh, da bin ich ja mega gespannt drauf, was da abgeht, ne? Ja, dann nichts wie hin. Besuchen wir doch mal die Sam. Die wird sich freuen, dass ein Fan für sie gekommen ist. Ist es das hier? Ah, das hier anscheinend. Daedalus Club, öffentliche Bar. Was ist hier? Café, Dinner Room? Kann ich da rein? Ein Café. Das kann nicht der Privatclub sein, den ich suche. Okay, dann ist es bestimmt diese gammlige Tür. Bushaltestelle? Nee, okay, mehr ist ja auch nicht. Na dann, nichts wie rüber. Und mal gucken, ob das klappt.
hat auf jeden Fall so ein Fenster, wo so ein Türsteher durchgucken könnte. Seht ihr das? Hier ist ein Gentleman an der Tür, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich bin hier, um die Vorstellung zu sehen. Haben Sie eine Einladung? Ein Erkennungssymbol vielleicht? Ich habe Geld. Das sollte in der Unterhaltungsbranche eigentlich reichen. Ach, bedauere, aber das ist ein Privatclub, Sir. Geld reicht in diesem Falle nicht aus. Ach, verdammt. Dabei löse ich doch so gern meine Probleme. Können wir vielleicht das Poster einfach mal zeigen? Weil das ist ja von Mephistopheles direkt. Dann könnte es klappen. Ich bin gekommen, weil ich mir den Auftritt von Lady Byron ansehen will. Sie ist eine Freundin. Oh, jetzt verstehe ich. Wie dumm von mir. Bitte, kommen Sie doch herein. Danke schön. Dr. Stiles. Und Sie wissen direkt, wer ich bin. Was ein bisschen gruselig ist. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob wir Sams Show sehen dürfen. Auf jeden Fall fällt unsere Maske hier nicht auf, kann ich mal sagen. Schöner Abend, was? Ja. Soll heute eine gute Vorstellung werden. Interessant wird sie auf jeden Fall. Lady Byron? Alle hier sind schon ganz gespannt. Es heißt, sie habe eine meisterhafte Inszenierung in Oxford laufen. Was für eine Inszenierung? Eine meisterhafte Inszenierung. Und meisterhaft muss sie schon sein, um hier im Club aufgenommen zu werden. Eine Straßenkünstlerin, wissen Sie. Aber nach allem, was ich gehört habe, scheint sie wirklich gut zu sein. Warten Sie. Meine Damen und Herren, als erste Attraktion des Abends präsentiere ich etwas Aufregendes, Unverbrauchtes. Diese junge Künstlerin erobert das erste Mal unsere Bühne. Lassen Sie sich verzaubern, entführen und begeistern von Lady Byron. David, ich meine Dr. Stiles. Sie sind wirklich gut, aber leider wird Ihre Inszenierung nicht wie geplant funktionieren. Was? Hören Sie, ich hätte Ihnen von meiner Zauberei erzählen sollen, aber ich habe mit den Vorfällen nichts zu tun. Wie haben Sie überhaupt... Ich meine, woher wissen Sie... Das spielt keine Rolle. Ich weiß es. Und das war's. Ich verstehe, wie das für Sie aussehen muss, aber ich weiß, wer hinter der Inszenierung steckt. Wenn Sie mir zuhören, dann... Ach ja, und Sie sind Studentin St. Edmund Hall für englische Literatur. Ich... Ich muss zugeben, Sie waren clever. Sie haben sogar die Halskette meiner Mutter aufgetrieben, nur um die Stelle zu kriegen. Das Lustige ist, dass tatsächlich etwas in meinem Haus vor sich geht. Und da kommen Sie mit Ihren lächerlichen Streichen auf der Laufbahn und in der Schwimmhalle. Lächerlich? Wissen Sie überhaupt, wie komplex diese Streiche waren? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Hören Sie auf zu lügen, Sam. Ich habe beim Jugendamt angerufen und einiges über Sie herausgefunden. Ich könnte fast Mitleid haben, wenn Sie nicht versucht hätten, mein Leben zu ruinieren. Und zum heutigen Vorfall. Sie können froh sein, dass niemand getötet wurde. Haben Sie nicht daran gedacht, dass es Verletzte geben könnte? Oder waren Sie so geblendet von Ihrem großen Debüt? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ihr ganzes Potenzial. Nur um in einen gottverdammten Zauberclub aufgenommen zu werden. Ich weiß, dass Sie mir kein Wort mehr glauben werden, aber alles, was ich wollte, war Ihnen zu helfen. Mir helfen? Warum sollten Sie? Ich will, dass Sie bis morgen früh mein Anwesen verlassen haben. Dann sehe ich vielleicht von einer Anzeige ab. Ich will Sie nie wiedersehen.
Uff, das war viel, viel härter, als ich dachte. Aber es war so klar, natürlich, wenn ihnen dann auch noch irgendwelche Zauberer erzählen, sodass man hört, dass sie diese große Inszenierung macht und so. Es ist ja klar, dass er dann denkt, wir waren das, aber wir waren das gar nicht. Jetzt sind wir hier im Daedalus-Club, sollten endlich glücklich sein, so Ziel erreicht und jetzt so eine Abfuhr. Boah, das ist echt schlimm. Mensch, aber übrigens, dieses mit der Maske und den Vögeln, wow. Sam, wie hast du das gemacht? Davon steht nichts in deinem Zauberbuch. So ein Mist. Okay, wir gucken uns hier erstmal um. Daedalus war der Vater von Ikarus und der Erbauer des Labyrinths, in dem Minos den Minotaurus gefangen hielt. Kein Wunder, dass der Club ihn als Namensgeber auserkoren hat. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Daedalus und Ikarus, doch, könnte aber sein, ne? So, hier sind irgendwelche Automaten. Sam ist sogar immer noch in ihrem Zauberer-Outfit, kann es sein? Zumindest so halb. Viele alte Rätselautomaten. Typisch Daedalus-Club halt. Wenn ich doch Zeit hätte, sie alle auszuprobieren. Ja, das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Können sie sich die anderen Automaten... Also kommt da was anderes oder kommt da dasselbe? Viele alte Rätsel... Ja, okay, das ist dasselbe. Den Teppich können wir noch angucken. Ach, guck mal, das ist auch eher mit den Flügeln hier. Ich muss zugeben, das hat wirklich Stil, aber sieht trotzdem ganz schön bizarr aus. Würde mich nicht wundern, wenn manche Leute den Club für eine Sekte halten. Ja, hat ein bisschen was davon, ne? Oh, den Teufelsrätselautomat. Ja, wenn der einzeln ist, dann gucken wir den natürlich nochmal an, ne? Viele alte Rätselautomaten. Okay, nee, sagt sie trotzdem dasselbe. Komisch. Na gut, Statuen sind hier noch. Mal gucken. Hey, das sind ja die Requisiten von Houdini. Ah, okay, verstehe. So, was haben wir noch? Wir können ins Auditorium oder in die öffentliche Bar. Gehen wir einmal ins Auditorium. Warum nicht? Mal schauen, was da so los ist noch. In diesem Bereich ist die Bühne. Aber ich bin schon fertig und habe keine Zeit, mir die anderen Auftritte anzuschauen. Ja, wir müssen schließlich ausziehen, ne? Na gut, dann gehen wir wohl in die öffentliche Bar. Schade. Ich hätte mich hier wirklich gern noch ein bisschen umgeguckt, nachdem wir so lange darauf hingearbeitet haben, hierher zu kommen. So, mit dem Barkeeper können wir reden. Was haben wir hier noch? Andere Gäste. Ah, mit denen können wir auch reden. Und Bilder. Ich gucke mir mal die Bilder an. Berühmte Zauberer, schätze ich mal. Auch wenn ich noch nie was von ihnen gehört habe. Nicht? Und du denkst, du könntest hier Helm Sam. Ach, guck mal, hier ist eine Zeitung. Kann ich mir die mal geben? Sam, stimmt, Sam muss ja auch noch rausfinden, was überhaupt passiert ist in dem Speisesaal. Davon weiß sie ja noch gar nichts. Seltsame Ereignisse in Oxford, The London Times. Um 16.30 Uhr flogen durch den Speisesaal von St. Edmund Hall unsichtbare, scheibenförmige Geschosse. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, drei davon mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Keines der Geschosse konnte nach dem Vorfall gefunden werden. Die Polizei geht von einem Hagelschlag aus, doch anderen Quellen behaupten, dass es ein nicht so einfach zu erklärendes Ereignis gewesen sei. Es handelt sich um den dritten in einer Reihe von seltsamen Vorfällen, die sich in den vergangenen Tagen auf dem Campus ereignet haben. Und das Polizeipräsidium von Oxford ist ratlos. Seite 5. Ach, herrje. Aber dass der Daedalus-Club das nicht auch zu viel findet. Also, was sind die denn für ein Club, wenn die so sind? So, oh, beeindruckend. Mehrere Leute im Krankenhaus. Ja, das ist ja... Das hat ja Potenzial für uns, ne? Also, the fuck? Oh nein, das verstehe ich nicht. Warum ausgerechnet im Speisesaal? Und wie haben Sie das mit der Diskoscheibe rausgekriegt? Ja, das ist die Frage. Aber ich würde sagen, weil Angela halt dabei war, ne? Also jetzt mal ohne Scheiß. Wenn das jetzt am Ende nicht Angela ist, das wäre der Plot-Twist des Jahrhunderts. So, wir reden mal mit den Gästen. Mal gucken, was die sozusagen haben. Wie fanden die denn unsere Show? Können wir gar nicht fragen, aber wir können über Mephistopheles reden. Na, dann machen wir das. Kennen Sie Mephistopheles? Haben Sie ihn gesehen? Den Zauberer? Er ist ja schon mal aufgetreten. Ein faszinierender Zeitgenosse. Haben Sie ihn heute hier gesehen? Nein. Heute ist hier irgendeine maskierte Frau aufgetreten. Die war ziemlich gut. Okay, danke. Ja, eine mysteriöse, fremde, wahrscheinlich sehr gut aussehende Frau war hier. Mensch, da habe ich ja nichts mit ihr zu tun. Okay, Sam verdächtigt immer noch Mephistopheles hauptsächlich, ne? Ich meine... Der hat sie natürlich jetzt auch, also wenn es wirklich Mephistopheles
gewesen ist, ne, dann hätte er sie ja jetzt auch richtig clever ausgeschaltet. Er hat ihr Vertrauen gewonnen, ne? Sie hat ihm die ganze Zeit alles erzählt. Und jetzt hat er quasi verbreitet auch noch, dass sie das war. Er hat diesen Flyer aufgehängt, den Dr. Stiles gefunden hat, mit dem er hergefunden hat überhaupt erst. Und hier hat er dann Sam gesehen und dann war ja klar, dass er sie rausschmeißt eigentlich. Also viel mehr musste Mephistopheles ja eigentlich gar nicht machen. Jetzt ist er schon ein bisschen verdächtig. Irgendwie habe ich mich da jetzt reingequatscht in diese Sache. Na gut, ich rede mal mit dem Barmann auch nochmal und dann gucken wir mal weiter. Wir können mit ihm auch nur über Mephistopheles reden. Na, dann machen wir das mal. Kennen Sie Mephistopheles? Ich suche nach ihm. Vor der Vorstellung habe ich ihn hier noch gesehen. Oh, danke. Er war also tatsächlich hier. Na gut, wir gehen mal weiter. Was haben wir hier drüben noch? So, oder ist vordere Halle, da kommen wir her, ne? Zauberer des Daedalus-Clubs, Wahrsageautomat. Okay, ich guck mal. Eine hübsche Frau, für wahr, mit ihrem rabenschwarzen Haar. Sie wollen kurz Luft schnappen vor ihrem nächsten Auftritt? Ich habe heute keinen Auftritt mehr. Oh doch, das haben Sie. Wie meinen Sie das? Ich bin lediglich ein Bauer in dieser Partie. Warte, was? Okay, aber wenn die Leute hier auch Shit wissen, Mist, was doch Mephistopheles? Ich frag mal nach ihm. Kennen Sie Mephistopheles? Kennt die Blume den Regen? Kennt der Horizont die Abendsonne? Das interpretiere ich als ja. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Der Club ist wie die Gottheit Janus. Er hat zwei Gesichter. Das eine offenbart sich der Öffentlichkeit, das andere nur den Weisen. Welches sehen Sie? Sie meinen, es gibt einen privaten Bereich? Die Kandidatin erhält 100 Punkte. Ja, und wo ist der? Also, ich muss sagen, der Club macht sich hier wirklich nicht gerade beliebt. Wir haben so lange gebraucht, ihn zu finden, und jetzt wirft er mir Rätsel an den Kopf. Komm schon, hau raus. Ich muss wirklich dringend mit Mephistopheles reden. Können Sie ihn bitte holen? Nein. Können Sie's? Wie? Sie haben doch gesagt, er ist im privaten Bereich des Clubs. Privilegien kann man sich verdienen für einen Abend oder zwei. Wenn Sie den Test bestehen. Oh nein, nicht schon wieder ein Spiel. Ich muss jetzt sofort mit Mephistopheles reden. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ja, komm, sag mir, was wir machen müssen. Leute, wir schaffen das. Ihr habt mir so viel in den Weg gelegt, wir haben alles geschafft, das schaffen wir jetzt auch. Also schön. Wo finde ich das Spiel, um in den privaten Bereich des Clubs zu dürfen? Wohin müssen alle gehen? Nach unten. Das gilt es zu verstehen. Und wer sich dort bewährt, dessen Stolz bleibt unversehrt. Ja, vielen Dank auch. Sam hat auch langsam die Schnauze voll. So, kann ich hier den Automaten noch angucken? Ich will nicht mehr mit ihm reden, sonst kriege ich noch Kopfschmerzen. Ja, okay, ich dachte, wir können vielleicht den Automat noch angucken, aber scheinbar nicht. So, dann würde ich sagen, nach unten heißt ja bestimmt in den unteren Bereich, oder? Sam, geh nochmal hier rüber. Vordere Halle. Weil da geht man ja so eine Treppe runter, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier einfach die Automaten lösen müssen, beziehungsweise den Automat. Mit dem starten wir mal. Der war ja schon hervorgehoben. Ach, nach unten. Teufelsrätsel, Hölle. Okay, ja, vielleicht meinte der das auch so, ne? Wie dem auch sei. Wir haben rausgefunden, welcher es ist. Jetzt müssen wir ihn nur noch lösen. Möchtest du nach unten gehen? Ah ja, okay, ja, tatsächlich. Das nach unten, ne, wie er gesagt hat. Willst du nach unten? Keine schlechte Idee. Okay, wir haben hier Limbo, Himmel, Erde und Hölle. Was kann ich denn klicken? Horn, Horn, Hebel. Muss ich es schaffen, dass alle drei Teufel sind? Wahrscheinlich, ne? Ich zieh mal kurz am Hebel. Passiert nichts. Okay, wahrscheinlich muss ich erst alle drei... Ah ja, okay. Dachte ich's mir. Ach, jetzt kann ich den Hebel ziehen und ich muss die Hölle treffen wahrscheinlich. Ach Mann. Okay. Na gut. Nochmal. Teufel und jetzt müssen wir nur noch die beiden. Das ist jetzt zum Glück nicht so schwer. So.
Okay, und ich glaube, wir müssen hier bei Limbo schon Stopp drücken. Das probiere ich mal. Close, aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Hey, was zum... Falltür! Die sind ja mies. Okay, aber wir haben es geschafft, immerhin. Hoppala. Sieh mal einer an. Okay, schick hier. Aber jetzt mal ehrlich, wenn man das Rätsel... Also erstens ist das ja nicht so schwer, dafür, dass man dann in den privaten Bereich kann. Und zweitens, wenn man einmal weiß, wie es geht, kann man das doch immer machen. Aber vielleicht ändern die den Automat auch jeden Tag. Mal gucken. So, Gemälde. Sind das vielleicht die Gründer? Guck mal, das sind dieselben Zauberer, die auch auf den Gemälden oben an der Bar waren, ne? Ihre Hände sehen komisch aus. So, als würden sie etwas halten. Okay, ist das noch ein Rätsel gleich? Hm. Erstmal würde ich sagen, hilft uns das nicht weiter. Was ist das hier? Wow. Cherchez la femme. Such die Frau, heißt das, glaube ich. Cherchez la femme. Ich war mal eine Zeit lang in Paris. Ich glaube, das heißt so viel wie suche die Frau. Ja, genau. Okay, das habe ich auch gedacht. So, sie hat es nur schöner ausgesprochen, muss man mal sagen. Suche die Frau. Halten die eine Frau? Ich sehe irgendwie gar nicht, was sie meint mit den Händen. Ihre Hände sehen komisch aus. So, als würden sie etwas halten. Hm. Okay, gut. Wir gehen erstmal weiter, würde ich sagen. Hier ist noch eine Vitrine. Beziehungsweise ein Schaukasten, meine ich natürlich. Mal gucken. Requisiten von berühmten Zauberern. Eine eindrucksvolle Sammlung. Können wir hier am Piano was spielen? Oh, am Cembalo, Entschuldigung. Sieht aus wie ein Flügel. Vielleicht ist es auch ein Cembalo. Wie romantisch. Okay, dann haben wir hier Statuen, die sind uninteressant. Ah, aber noch ein Wahrsageautomat. Dann sagt der uns wahrscheinlich wieder, was wir machen müssen. So wie der Typ im Wahrsageautomaten oben. Na dann. Solche Automaten waren früher sehr beliebt. Sie sollen die Wahrheit offenbaren, wenn man bereit ist, dafür zu bezahlen. Ja, dann... Solche Automaten waren... Lass uns doch mal bezahlen. Haben wir Geld dabei? Hier, Geldbeutel? Solche Automaten... Nee, macht sie nicht. Hm, okay. Dann erstmal nicht. Ausgang, Statuen im Renaissance-Stil. Natürlich, die gucken wir uns vorher noch an. Dann gehen wir mal weiter. Oh, das Leben ist ein Labyrinth. Endlose Verwirrung oder endlos falsche Wege. So wie ein Meisterrätsler sein Garn spinnt, um das Spiel zu gewinnen, musst du erst lernen zu sehen, was versteckt ist vom Augenlicht oder aus dem Sichtfeld versteckt ist. Benutze das Licht. Dann frag den Träger des Lebens, die Königinnen, gewinne das Rätsel oder gewinne die Prüfung. Okay, gewinne, indem du von den Schlüsseln einen von drei nimmst und dem vierten gibst. Und dann wirst du deine Belohnung erhalten. So würde ich das jetzt mal übersetzen. Mal gucken, was Sam sagt. Das Spiel des Lebens? Ein weiteres Rätsel des Daedalus-Clubs. Ich muss es wohl lösen, damit ich hier unten irgendwie weiterkomme. Na, großartig. Wie es scheint, muss ich Schlüssel gewinnen. Und zwar von drei Damen. Zu sehen, was dem gewöhnlichen Auge verborgen bleibt. Benutze das Licht. Welches Licht? Das Licht hier unten ist doch schon an. Hm, okay. Hier sind auf jeden Fall vier Damen, ne? Statuen im antiken Stil. Wahrscheinlich aus der Renaissance. Passt zu diesem Zimmer. Und hier sind in der Tat drei so Schlüssellöcher, ne? Herzdame. Tja, ohne die Schlüssel komme ich da nicht rein. Ich muss sie finden. Okay, und ich dachte schon, der Automat wäre alles gewesen. Aber natürlich, wie auch beim letzten Mal, war der Automat nur der Anfang. Na dann, würde ich sagen, gehen wir doch erstmal hier drüben rein, weil die Tür so versteckt ist. Komm, wir schaffen es, sie anzuklicken, hoffe ich. Na? Hier, Ausgang? Hä? Ich bin einfach wieder hier. Gut, dann gehen wir da nicht rein, dann gehen wir hier rein. Mal gucken. Dann kommen wir hier vorne raus. Wenn wir hier vorne rausgehen,
Gehen wir dann da hinten? Nee, kommen wir da ganz hinten? Hä? Och nee, Leute. Was habt ihr denn hier gebaut? Ach, oh. Okay. Bisschen gruselig hier, aber ein neuer Raum, immerhin. Kiste mit Kettensäge. Na, wunderschön. Ich war noch nie ein Fan von Horrortricks, aber ich muss sagen, diese Requisite ist echt gruselig. Trägt auf jeden Fall zur Atmosphäre in diesem Raum bei. Das auf jeden Fall. Was haben wir hier? Eine eiserne Jungfrau. Ach, auch immer schön. Eine eiserne Jungfrau. Können wir die mal aufmachen? Sie scheint offen zu sein. Ja, na dann. Mach auf. Oh. Informationskärtchen. Quitting is an option. Ask the Six of Diamonds. Also, aufgeben ist eine Option. Frag die Karo 7. Nee, die Karo 6. Verlassen ist eine Option. Frage die Karo 6. Könnte das eine Tür sein? Vielleicht sogar ein Ausgang? Okay, Karo 6 sehe ich hier auf jeden Fall erstmal nicht. Was haben wir hier hinten noch? Handschellen. Ach, auch schön. Können uns hier festketten. Warnung. Öffnen wird den Alarm anmachen. Das sind Houdinis Handschellen. Handschellen. Sieht man auch nicht alle Tage irgendwo rumliegen. Wie könnten sie mir weiterhelfen? Und können wir das irgendwie aufmachen? Da steht, dass der Glaskasten mit einem Alarm gesichert ist. Ob das stimmt? Haben wir irgendwas Schweres? Wir haben nur unser Taschenmesser. Kann ich damit einmal... Da steht, dass der Glas... Erstmal nicht. Was haben wir denn noch so dabei? Unsere Papierfee und unsere Laterne. Und das war's. Na toll. So, hier ist eine Tür. Hier ist ein Wahrsageautomat. Schon wieder... Oh, aber ein teuflischer. Noch ein Wahrsagerautomat. Ja, aber der sagt uns ja gar nichts. Komisch. Kiste mit Kettensäge. Ausgang. Tierschädel haben wir noch. Dann gucken wir den noch an. Ein großer Tierschädel. Wahrscheinlich von einem Hirsch oder einem Elch. Okay, und hier drüben ist noch das Zauberbuch. Da lesen wir natürlich auch einmal nach. Cooles Bühnenzubehör. Das Hexers Sprüchebuch. Ich würde sagen, es stammt aus den 50er Jahren. Sam kennt sich mit so Sachen aus. Ach, und guck mal, hier ist wieder ein Bild. Was wieder aussieht, als würden sie was halten, oder? Die sehen alle so aus, als würden sie etwas halten. Mit dem Bild ist irgendwas faul. Aber ich sehe nirgends Knöpfe oder sowas in der Art. Ich verstehe das irgendwie nicht. Ich verstehe nicht, was uns das sagen soll, so richtig. Ist wieder das Daedalus-Club-Zeichen drauf. Ich meine, wir können halt wieder versuchen, durch Türen zu gehen. Ansonsten weiß ich auch nicht. Ach, da ist eine Pik-Dame gewesen. Hä? Und jetzt sind wir wieder in einem neuen Raum. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass wir es richtig gemacht haben. Hier ist ein zweiköpfiges Kaninchen. Ein zweiköpfiges Kaninchen? Was zum Teufel ist das? Hier ist ein Schalter. Ach, okay. Auf dem Tisch steht, nicht drücken. Das klingt ja schon fast wie eine Aufforderung. Na dann drück doch mal. Wow, das ist ja cool. Ausgeklügelte Spezialeffekte, muss ich schon sagen. Das ist wirklich cool. Und guckt mal, jetzt ist hier ein Ausgang markiert, die Karo Dame. Ich lese hier nochmal. Links und rechts abzuwechseln gewinnt das Spiel. Wähle den Ausgang, der dir zeigt, dass der Preis am nächsten dran ist. Geh immer links, geh immer rechts. Hier steht links, dann rechts. Abwechslung ist Trumpf. Wähle den Ausgang, der dein Ziel am weitesten entfernt erscheinen lässt. Immer nach links. Immer nach rechts. Vier unterschiedliche Anweisungen. Klingt so, als wären hier Richtungen gemeint. Okay. Ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Zur Karo Dame sollen wir ja nicht. Wir sollen ja zur Karo 6, ne? Ich schreibe mir das mal auf, damit ich es nicht vergesse. So, Karo 6.
Stand in der eisernen Jungfrau, ne? So, ach was, hier ist auch was drauf. Eine Karo 5, Karo 7, Karo 4. Boah, man kann das aber voll schlecht erkennen, ne? Hier ist Karo 1. Also dann 1, 2. Das da hinten sieht aus wie eine. Das hier sieht aus wie eine 4, finde ich. Das sieht aus wie eine 7. Hier ist ein Ass. 5. Kannst du mir einmal vorlesen, was da drauf steht? Ach, hier ist die Karo 6. Hier vorne. Ja, dann nehmen wir die. Hey, ich bin wieder oben. Okay, ja, na toll. Quitting is an option, meinte also tatsächlich aufgeben ist eine Option. Kann ich eigentlich auch nach Hause gehen? Ah, nee, die Map macht sie gar nicht auf. Okay, wir müssen erst das hier lösen. Na toll, das heißt, wir müssen nochmal von vorne anfangen? Hm. Okay, quitting is an option, heißt also wirklich, aufgeben ist eine Option. Wir müssen irgendwie das Rätsel in diesen Räumen lösen. Aber ehrlich gesagt, noch bin ich komplett verwirrt. Ach, wir müssen jetzt das hier nochmal machen. Na, schön. Nächstes Mal nehmen wir nicht die Karo 6, Leute. Das war eine Fehlentscheidung. So. So, und den Hebel ziehen, wenn wir im Lumos sind. Moment, ich lasse jetzt nochmal rumlaufen. So. Nein! Ach so, doch, okay. Ich dachte schon. Nicht schon gerade so noch. Okay, wir sind wieder ins Loch gefallen. Und wir sind wieder beim Start. Huch. Sieh mal einer an. Aber es ist jetzt anders. Weil wir den Knopf gedrückt haben, ist jeder Raum anders. Okay, was ist denn jetzt hier? Guck mal, jetzt ist das winzige, das ist wow. Das Cembalo ganz klein. Dieses Cembalo ist bei dem Licht ja total winzig. Cooler Effekt. Unmöglicher Effekt, oder? Und was ist hier mit den... mit dieser Statue? Da geht sie gar nicht drauf ein. Hm, okay, wir müssen die Schlüssel... Ach, Moment! Guckt mal, jetzt haben die alle was in der Hand. Herz, Karo, Pik, Kreuz. Aber natürlich keine Zahl. Ich muss mal gucken, ist hier auf dem Gemälde jetzt was anders eventuell? Sieht man jetzt, was die halten vielleicht? Ah ja, jetzt sieht man, was die halten. Ich, Zeus, Atlas, irgendwas, der hält eine Karte und... Oh, renne schnell, schnell und noch irgendwas. Jeder der Zauberer hat ein Buch in den Händen. Welches enthält den richtigen Hinweis? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht mal, was das für Bücher sind. Jeder der Zauberer... Okay, ich, Zeus, Ayn Rand, irgendwas, der hier hält Crushed, renn sehr schnell. Aber guck mal, der hier hat eine Karte in der Hand. Der hat eine Pik-Dame in der Hand. Heißt das vielleicht, wir müssen durch die Pik-Dame raus? Aber hier gibt es nur Herz. Okay, du warst nicht hilfreich, Zauberer. Requisiten von berühmten... Okay, da ist es nur dasselbe. Wähle das... was dem Ausgang am weitesten entfernt scheint. Wir sind ja letztes Mal hier durch die Bubentür gegangen, oder? Ich glaube, wir sind als erstes durch die Bubentür gegangen. Ich nehme mal den Buben. Nee, okay, das war falsch. Sind wir durch die 3 gegangen? Ja, wir sind durch die 3 gegangen. Okay, ich schreibe mir mal auf. Oh Gott, ich in meinen Notizen, ich werde wieder gar nicht durchsehen demnächst. Herz 3, schreibe ich mir mal auf. So, das scheint ja irgendwas Richtiges zu sein, obwohl wir den Schlüssel vom Raum noch nicht haben, ne? Jetzt liegt hier jemand drinne. Ach du Scheiße. Ich war noch nie ein Fan von Horrortricks, aber ich muss sagen, diese Requisite ist echt gruselig. Trägt auf jeden Finde Fall ich zur auch. Atmosphäre in diesem Raum bei. So, jetzt gucken wir natürlich wieder das Gemälde an. Was haben sie denn diesmal in Händen? Er hat einen Würfel, er hat so eine Hand, er hat ein Skalpell und sie hat eine Kette? 4 Zauberer und 4 Requisiten in ihren Händen. Das muss ein Hinweis sein, aber für was? Hm, also die Ketten wären ja auf jeden Fall die Handschellen hier, ne? Aber wie kriegen wir die da raus? Und wie sind wir hier weitergegangen? Ich glaube, wir sind durch... Sind wir durch das Ass gegangen?
Ich versuche mal durch das Ass zu gehen. Klappt das? Ja, okay. Dann schreibe ich mir mal auf. Peak. Ass ist die richtige Tür. So, die Frage ist, haben wir hier jetzt auch was Neues? Nee, die bleiben so, ne? Ja. Okay. Können wir hier auch noch? Also hier können wir wieder raus, ne? Das wollen wir ja nicht. Ich versuche mal hier durch die Karo-Dame zu gehen. Mal gucken. Oh, das dürfte interessant werden. Okay, ich schreibe mir mal Karo-Dame auf. Beziehungsweise, ich mache mal nicht Dame, sondern Queen, weil da steht ja ein Q. So, was haben wir denn hier? Geh mal einen Schritt zur Seite, ich sehe gar nichts. Ach, das sind alles Spiegel. Und es gibt nur zwei Türen. Ah, okay, das heißt, das ist das Rätsel von diesem Raum wahrscheinlich. Wahrscheinlich finden wir hier den Schlüssel. Einer hat gesagt, abwechselnd rechts und links. Einer hat gesagt, immer links, einmal immer rechts. Und einer hat gesagt, nimm den, der am weitesten vom Ziel weg scheint. Gut, der Hinweis ist ein bisschen nutzlos, weil ich weiß nicht, also keins davon scheint mir weiter vom Ziel zu sein als der Rest. Das heißt, ich würde mal anfangen mit immer links gehen. Wobei, nee, wir machen mal abwechselnd. Wir starten mal mit links. Dann rechts. Dann links. Mal gucken, ich probiere das einfach mal eine Weile. Dann wieder rechts. Dann links. Dann rechts. Okay, ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das ist nicht die richtige Lösung. Zurück kann ich auch nicht, ne? Dann machen wir jetzt mal immer links. Einfach mal eine Weile. Wir sind ja jetzt hier eh gefangen. Und können nichts machen. Wir wissen zumindest nicht, wie wir wieder rauskommen. Links. 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 Das ist es auch nicht. Geben uns vielleicht die Spiegel einen Hinweis? Nee, die bewegen sich gleichmäßig, ne? Ja, okay, es ist nicht irgendwie, dass sie in einer Richtung ihr Spiegelbild irgendwie anders ist. Dann gehe ich jetzt mal eine Weile rechts. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Ach, hier ist was. Da ist der orangene Schlüssel. Ach. Plattform? Da ist der orangene Schlüssel. Ja, nimm mit. Orangener Schlüssel. Okay. Ich weiß nicht ganz wie, aber wir haben es ja geschafft. Der orangene Schlüssel. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ist es egal jetzt, welche ich nehme? Ausgang? Ich hoffe. Ich hoffe einfach mal, jetzt ist es egal. Komm, geh mal zum Ausgang, Sam. Hört mich jemand? Das ist ja Helena. Was macht die denn hier? Helena? Aber welche ist die richtige? Ich nehme mal die hier. Oh, das war der falsche Weg. Ich muss Helena finden. Ach Mist, und ich kann auch nicht wieder zurück, ne? Verdammt. Okay, jetzt ist es doch ein Problem, dass ich das Rätsel nicht verstanden habe. Doch, da ist sie wieder. Okay, dann nehme ich diesmal einfach die andere Seite. Hey, ich komme hier nicht raus. Ja, ich auch nicht, Helena. Wir haben dasselbe Problem. Aber ich weiß nicht so richtig. Abwechselnd links und rechts. Ich probiere mal abwechselnd links und rechts, sonst müssen wir wieder immer links. Hilfe! Okay, das war richtig. Dann gehe ich jetzt hier lang. Verdammt! Okay. Hallo? Scheint Hast du dich verirrt? Ich kann zu dir kommen, wenn du tust, was ich dir sage. Stillstehen, nach links gehen, nach rechts gehen. Boah, weiß ich doch nicht. Ich meine, im Zweifelsfall stillstehen, oder? Wie viele Räume kann es geben? Aber das würde ja nicht die Lösung sein. Mist. Okay, geh mal nach... Warte, wir waren gerade hier, ne? Wir haben gerade den Eingang genommen, nach links. Dann geh jetzt mal nach rechts. Geh nach rechts. Jetzt ist sie weg. Jetzt gehe ich mal auch hier lang. Und jetzt nach links wieder. Hey! Und jetzt wieder nach links. Okay, rechts war, glaube ich, falsch. Hilfe!
Irgendwie bin ich voll verwirrt. Verdammt! Ich will hier raus! Hallo? Hast du dich verirrt? Ich kann's. Ah, okay. Jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, mit dir zu reden. Na, dann geh mal nach links. Geh nach links. Und wenn wir sie jetzt wieder einfach verlieren, dann. Ja, weiß ich nicht. Dann muss ich stillstehen, I guess. Ich verstehe das irgendwie gar nicht. Können wir einfach diesen Spiegel kaputt hauen? Dürfen wir wahrscheinlich nicht. So. Ich gehe weiterhin abwechselnd nach rechts und links. Ach so, jetzt haben wir natürlich abwechselnd rechts und links gesagt, ne? Soll ich das jetzt weitermachen? Oder vielleicht war das ja doch richtig. Okay, bleib erstmal stehen. Ich komme zu dir. Was haben die hier für ein Labyrinth gebaut, Leute? Was haben die überhaupt für Baurechte? Okay. Ja, ich weiß auch nicht, wie die Lösung ist. Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren helfen. Auf jeden Fall ist die Folge schon ganz schön lang. Deswegen müssen wir an der Stelle einen kleinen Cut machen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind anscheinend noch eine Weile im Daedalus Club. Lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Grey Matter. Bis dann!